Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von High on Life. Jokes. I'm not an animal. I'm a flippy dippy doo. You can only see him this month at Grizzles Hootin's Joke Hole. Oh, you're still here. Ja, okay. Wir haben schon wieder genug gesehen, den DW. Ich habe mir jetzt gedacht, bin bis zu dem letzten Portal da gekommen. Da war ich eben unterwegs. Jetzt sind da noch immer 12 Kisten, wie? Und da habe ich eben nicht weitergemacht. In den zwei Gebieten bin ich quasi mehr oder weniger abgegangen. Da kann man, glaube ich, noch in eine andere Richtung laufen. Aber zum Beispiel da, wo sind da noch 12 Kisten versteckt? Naja, wir haben unser Bestes versucht. Jetzt schauen wir mal, wie es der Nipulons uns sagt. Getreideleiter der Abteilung Kundenkontakte. Erster Stellvertreter von Gamanduos, okay, und eines der gefürchtesten Mitglieder der G3. Er leitet eine dekadente illegale Drogenbar auf Bord Terre, ne? Der sich die kriminellen Spitzenkunden mit jeweiligen beliebigen Alien berauschen können. Okay. Klingt ja eigentlich immer nicht so wirklich wie irgendwer. You're really gonna need those Earth coordinates. Nipulon should have them logged somewhere in his office, in that big drug lounge he runs. Find those if you can, so we can take the fight to Garmantuos back on your home planet and finish this. Also laut der Anzeige, da gibt's nur 3 Bosse ungefähr. Aber ja. Und der Boss scheint ja eigentlich, müsste ja eigentlich leichter sein, weil er ist ja nur bei einer Bar, weil er Science tut, müsste eigentlich stärker sein. Aber vielleicht hat er so viel Raub rein. Okay, we just need to sneak into Lounge. Let's try... Cannon, Trader! We'll handle this one! We don't want you selling us out! Das Kenny, do us all a favor and sit this one out! Hey, stop fighting! I hate it when everyone's fighting! We need to talk things over! In a healthy way! No! We just need to cover ourselves in goop again! It's not complicated! That's true, we should do that! But I also think we need to have a really fun time at the saloon, so go there first, please! Whatever, it's up to you, Bounty Hunter. Head over to Drektown and get gooped up, or try hashing this out at the saloon. Fox. Also, ich glaube, auf der Map sicher. Jetzt ist viel, viel mehr. What the fuck? Boxen als Wort zum Division. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wohne jetzt da gerade, kann ich, ehrlich gesagt. Ah, da. Oh, what a fucking rip-off! Fahren wir mal da kurz einlang. Da hat man sich halt früher richtig hin und her climben müssen. Und jetzt können wir da auf irgendwo dumm chatten, Digga. Save these humans quick! I'm having serious flashbacks to Gatlas! Can you save me? Nice. My name's Mrs. Chalmers. I grew up here in Old Town. Didn't used to be called Old Town, though. I remember when we were just town. They changed the name when they built a newer, better town on the bottom of the asteroid. Now that's New Town. We're not New Town. I wish we were New Town. It's not good feeling like you're old. Yeah, this is Old Town. Don't they know how bad I feel about this whole Gatlas thing? I know they can hear me right now. I know that's sort of the rules we set up, but still, don't they know? Da ist angeblich auch irgendwo, ne? Ja, wir sind ja mega. Ah, wir sind sogar beim Questroom, oder wie? Wir sind mega voll Kisten, würde ich sagen. War da oben nicht eine Kiste? Ah, der muss oben drauf sein. Okay. Ich kann Treibstoff mehr. Also mit den Jetpacks sind die Sachen jetzt halt wirklich erreichbar. Was sind das für Dinge? Das sind die Wespen. Das hat man so weit weg, so witziger. Ah, das sind meistens immer bessere. Mal schauen. Oh, wir kriegen nur ein Warpkristall. Okay. Mystic Babies Frasier aus Frasier. Okay. Das dürfen wir nicht.
Dieses Kabel sorgt dafür, dass wir verklagt werden. Sie passt nicht einmal wirklich in dieses Set, aber wir haben vergessen, sie zu ändern. Also ja, das ist einfach Frasier aus der TV-Show Frasier. Freezer. Okay. Wo kommen wir da hin? Und da hätten wir auch geklärt sollen. Seitdem wir den Jetpack haben, da ist es halt so egal, wie wir da oben rumkommen. Anscheinend hätte man sie zuerst da durchhaben handeln sollen. Jetzt müssen wir uns auch mal überlegen, ob wir zu dieser. Und da sind wir früher auch nicht aufgekommen, Lul. Zum Schleim verkaufen wollen oder das im Salon besprechen? Keine Ahnung, ist cool. Es fühlt sich irgendwie auch so an, als ob da hinten noch ganz viele Kisten wären. Aber ich glaube, das ist mit der Zeit einmal egal. Wir haben jetzt schon so viele Kisten gesucht. Gerade jetzt da. Wo ist sie denn? Ey, da schießt der Rotes. Lul. Ganz oben gemütlich. Da oben ist auch eine Kiste noch. Nix. Sorry. Hell, we don't get none too many visitors here in Old Town. You sure you ain't looking for Drake Town? Okay. I can't talk right now. I'm drafted. Do not forget to use my trifle. Okay, all right. Fine. I'll just be over here writing my next speech. Have a random. Oh, guess what? There's more guys coming. Yeah. Da unten ist irgendwie noch eine. Ah, doch. Nein. Oh. No. Chronoleber. Innere Flüssigkeiten, die es wie sich zeitweise ermöglichen, die Zeit zu verlangsamen. Okay, nice. Hm. Oh God, I can feel it working already. Noch mehr. Die Frage, wie viele Kisten wir da von früher schon erreicht haben können. Ich wurde leider da früher raufspringen, bin irgendwie nicht einmal raufgekommen. Und hab mir gedacht, das ist gar nicht intended. Und jetzt? Jetzt sehen wir einfach noch ein paar Kisten im Radar. Die albernsten Geschenke. So. Boah, jetzt soll ich da durchlesen. Alles klar. Immer da ist es blau waren gefühlt. Jupp. Can you hear me? Do you hate my time bubble or something? Use it! Yay. Da kämen wir jetzt auch noch kurz her schon, oder? Okay, wie ist der wohl? Aber wie soll man da reinkommen? Und toll. Ich kann mir vorstellen, dass wir da später erst reinkommen. Obwohl sie gefühlt da unter uns ist. Oder ober uns. Ober uns! Immer zwei Möglichkeiten, unter uns oder ober uns. Das ist nicht richtig. Noch eine Kiste.
Kommandee einfügen. Achso, das ist eine Kiste. Das ist noch Warpfrüstel. Science der Bait. Ah, das ist die Seifenblase. Ist das schon fertig? Je. Yeah. Das haben wir ja eigentlich so ziemlich alle Kisten und so. Man soll auf den anderen Gebieten auch gedacht und angeblich sollen. Das ist echt wohl. Ich glaube, der Salon ist ganz viel. Oder? Salon? Da sind auch viele blaue Diener. Let's do this! Oh! You're going with my plan? It's an honor. I will not take this lightly. Shall we take a seat at an open table? No. Okay, Creature, this was your big idea. What is there to even talk about? Thank you, everyone, for coming today to the inaugural Big Friendship Meeting. First item on the agenda is... You don't have to do this, Creature. No, no, I insist. Kenny doesn't deserve any of this hate, right, Bounty Hunter? Well, thank you, but I don't know if that's true. Yeah, you didn't know what you were doing. Just because he's an idiot doesn't mean he gets off scot-free. Yeah, people died. We don't have a home anymore. No, no, stop it! I mean... Let's be civil here. We're friends. Are we? Most of my friends don't trigger global genocide. Well, I don't know if that's the best way to phrase it. Oh, yeah? How would you phrase it then? Lightly assisting a global genocide? I didn't know. I didn't know what would happen. Oh, fuck off. Like, that makes it any better. But he's also trying to stop it. He's trying to make things right. We all are. It's not like he has much choice. You think he's doing this because it's the right thing to do, Bounty Hunter? Thank you, Bounty Hunter. At least you have my back. I have your back too, Kenny. Yeah, thanks, Creature. Yeah, but we don't. Yeah, we still hate you, Kenny. Creature, this isn't getting us anywhere. No, it's going perfectly. It has to be going perfectly, otherwise I'll be sad. Then be sad, Creature. Tough shit. You could just blame Kenny if you want, like we're doing. It's pretty easy. Can we just bail on this little group therapy session we got going on here and get back to the bounty, which is more important? Honestly, I'm right there with you. Yeah, this is a lost cause. No, it's not a lost cause. Is it, Bounty Hunter? Yes, we will. Look, fine. Maybe. But let's just deal with Nipalon first, okay? Can we do that? Whatever. Are we done here? Can we go, Bounty Hunter? Okay, das hat jetzt nicht so viel Kompromisse von den Gatlians gelöst. Aber wir wissen wenigstens, wer wen jetzt mag. Und da sind so viele Kisten einzeichnet, aber ich glaube zumindest, dass die alle draußen sind. Der hat auch nichts mit uns zu reden. Okay. Der tanzende Dude mit der Flöte ist nicht mehr da. Lol. Ja, ich glaube, das ist eher draußen alles. Schauen wir mal raus. Sorry about that, I just wanted to help. The fuck? Sind da unten Kisten? Oh, sind da Kisten. Überall Kisten, da drüben Kisten. Was kann man mal anfangen so schnell? Das ist doch das Ende. Lore.
Schaut irgendwie cool aus. I love this damn jetpack. Ja. Jetpack ist halt mega nice. Gießt mir da alle draußen irgendwo. I guess. Oder da. Ah. Oh hey, what's been going on out here? Schöner Shader da. Gegenstände erhalten, wieder die Geschenke. Klonentrenner oder Klonentferner? Achso. Eines der Hauptprobleme, die auftreten können, wenn du dich klonst, ist, dass deine Klone irgendwann versuchen werden, dich zu töten. Deshalb verkauft sich Clone Remover auch heute noch so gut. Allerdings unterscheiden sich der Clone Remover in der reinsten von heilig modernen. Okay. Es ist einfach eine moderne Heidrichwaffen. Hinter uns ist auch noch eine Kiste. Und da drüben auch eine. Nehmen wir mal zuerst die da. Also ich finde es echt gut, dass man so ein Kistenanzeigegerät hat. Oh, what a fucking rip-off. Die meisten 19 von 27. Oh man. Safe call, dass da noch hinten was sind. Da ist die Kiste. Dann ist sie doch da oben drinnen. Im Salon, I guess. Oder? Ja. Gibt es eigentlich einen speziellen Weg oder macht man das auch wirklich alles im Jetpack? Köttelwut. Diese Dose Köttelwut fügt Gasprimärschüssen mehr Feuerkraft hinzu und verleiht einen Angriff eine größere Streuung. Nice. Ist das jetzt da? Am Motor ist das jetzt da? Auch immer. Ah, das ist auch immer. Nice. Ich glaube, so von Kisten hintereinander haben wir noch nie angefangen. Und die kommen nicht einmal mehr hoch. Sehr gut. Ist die Frage, ob die Streuung so viel besser ist. Aber wird schon so sein. There we go. Einfach durchlaufen. Hey, it's me, the good guy. I'm over here now. I moved here for your convenience. It's closer. Look, bud, can you goop us again? Oh, no can do, partner. See, my little gooper trooper, you're as sick as can be. Looks like he's not gonna make it. Truth be told, I don't think he'll ever be gooping anybody ever again. Unless we get him that medicine. Medicine? So you want us to help? We'll help if it's gonna get us gooped. Oh, no way! Thank you so much! Wow, that's so nice of you. There's a special flower over there on the other side of Terrine Ravine. But good luck getting over there, because that ravine is terrain through the valley, if you know what I mean. Those damn mac and cheese brothers are taking forever to build the bridge. I mean, if you could get them to do their jobs, then maybe we could get the flower and save my little goopa. Oh, we can handle this. No biggie. Well, shit. I don't want to get my hopes up, but thank you so much. Okay. Da müssen wir anscheinend geloopt werden zuerst. Dann machen wir das. Hey, do you want to see my Kenny impression? Huh? Can you stop by the G3 headquarters real quick so I can sell it? Oh my god! Hey, still our friend. No, it's fine. Let him go nuts. Wait, I can do one too. Oh, nobody loves me and I suck. I'm a piece of shit. A big dumb sicko who loves getting everything. Da wollen wir auch gerade waren, sehen Sie super. My name's Kenny,
Mickey. Me too. You know, they were... Hey, look. Hey, whoa, Buster. What are you doing walking on? This is a live construction site. Very dangerous. You can't hang around here unless you're a construction professional like one of us Mac and Cheese brothers are. Mac and Cheese. Okay, so you're not leaving, are you? You're just fucking barging in. What do you want from us? Just relax! We only want to cross. Well, tough luck. You think you own the world? You want to get across the ravine? You got to wait for us Mac and Cheese brothers to do our work. Yeah. Yep. It's got to be something we can do. No, sorry, pal. Listen, we got our own emotional shit right now. You know, we're on strike until Papa Mac and Cheese brothers, you know, he comes back from that goddamn saloon in Old Town. And he tells us he loves us Mac and Cheese brothers, his sons. That sounds like we could have kept that to yourself. A little personal for me. All right, listen. We just need to hear that he loves us. That's it. We ain't working until we find out, okay? Okay. Anscheinend müssen wir da drüber hey, oder so. Hey, we're the Mac and Cheese brothers. Yeah, you can't do shit. Right, you're a piece of shit. Dann schauen wir mal, ob wir was rausfinden. We're just heading that way. Can someone help us find Papa Mac and Cheese? Connor. I'm sure everybody in this room is a cheese lover. How about you? Yeah, don't look at me. I mean, don't let them see you looking at me. We don't want any trouble. We're just looking for Papa Mac and Cheese. Watch yourself. Don't want to go get yourself in trouble. Are you lactose intolerant? Have you seen Papa Mac and Cheese? Is anybody's mouth watering because I said Papa Mac and Cheese? Never heard of him. And if I had, I'd keep quiet. Hey, look, we're not looking for any trouble. We just want to talk to Papa Mac and Cheese. Is Papa Mac and Cheese here? Hey, you there. Yeah? I'll tell you what Papa Mac and Cheese is. If you do this guy. What? No, not me. Please pick anybody but me, please. Shit. Come on, shit. We'll do whoever. What do we gotta do? You know the rules. Stand 5 feet apart, count to three, then draw. Last man standing wins the fucking duel. Come on, man. I don't wanna do this. Come on, it'll be fucking fun. Go on then, get to your mark. Jetzt haben wir mal ein Duell. Oh, what's the matter with you? You gotta stand on your fucking mark and a fucking duel can't start. Or we could just skip it. Perfect. Here we go then. Jeez. I'll count you down. Shoot at each other on fucking draw, all right? Three. All right, we got this. Two. I believe in you. I think. One. Fucking draw. Four. That's easy. Some quick trigger finger you got there, fuckface. Oh, thank you. Is he gonna be okay? Oh, yeah, he's dead, but it's fine. He's a fucking piece of shit. Anyway, sorry about all that. I was just fucking with you. It's fun to do a whole Big Ten shootout thing, you know? Yeah, we love it. Anyway, I'm Papa Mac and Cheese Brothers. What can I do? Yeah, I'll smoke you though. We met your kids over at the construction site. Oh, is that so? Yeah. And how are those good-for-nothing pieces of shit doing? They just sent us here to get the confirmation that you love them. That's it. But I hate them. They're shit heels. They ain't fit for the Mac and Cheese Brothers' name. Wait, are you... What? You don't really want us to tell them that. Yeah. Tell them I said I hate them, and I hope they all fucking die. Now leave me the fuck alone. Okay. I guess that's that then. You're a tough guy, Papa Mac and Cheese Brothers. I'm not changing my mind. Seriously, you gotta fucking leave now. Okay. Mag seine Kinder angeblich nicht. Aber was werden wir seinen Kindern jetzt sagen, die Wahrheit? Oder werden wir auch seiner Sohn sagen, ja, die Mengium. Oder ja, mag ich sagen. Mal schauen. Oh, look who's back. Hey, so, what did Papa say, huh? Does he love us or not? Ja, Iggy, das erste da oben ist die Frage, ob sie es einfach glauben, das war's. Aber es ist dann einmal beinhalt. Listen, I'm sorry, but he wouldn't say that he loves you. He wouldn't say it. Oh, fuck him. Of course, typical piece of shit asshole, deadbeat dad. You know what? We don't need him. We never did. You gave us the power to love ourselves. Actually, no, fuck that. It's not true, I'm lying. We need our dad. We need a papa. We need him so bad. I love my dad so much, even if he hates me, I love him with all my heart. I'm bleeding overflowing with love, and I don't care who knows it. It's a curse to keep loving him, such a shitty, heartless father, but I'm bursting with love. I'm bursting with love, oh my god, oh, I'm like a fucking bomb, yeah. Exploding with love for my papa. What? Like a fucking bomb. What is it? Oh my god, what is going on?
What is that thing that's appearing? Holy shit, is that from the love that's happening? Oh my god, holy shit. I'm like ejaculating, if you know what that means. Jesus, these guys need therapy. Oh, wow. But hey, it looks like we can help you out, though. What the hell? Whee! Rainbow Road! Ich hinterfrage auch nichts mehr, was da gerade passiert. Wir müssen eine Ameise im Salon duellieren, damit wir dann da einen Regenbogen kriegen. Finde ich super. Aha. Alright, we did it! Let's get this back to the goop salesman and fix up his gooper. Hing schon der große. Das warst du schon auf der Seite. Danke, dass du mich abholen gekommen bist. Schreibt Lizzie. Ich weiß, im Moment ist alles ziemlich kotisch. Ich bin also froh, dass ich auch weiterhin auf meine Familie zählen kann. Okay. Schicke dir die. Dir das als SNS, weil es schmerzhaft wäre, dir gegenüber im echten Leben so aufrichtig zu sein. Verstehe. You're back. Yeah. Fucking figured it out. I know. Jetzt habe ich so und genieße den Verfluchsarm. Da bist du halt. Das habe ich nicht. Damn. Whoa, whoa, you gotta be kidding me. Oh, I ain't never seen nothing like this before. Pretty wild about Kenny, huh? Woo, I'm surprised. Can you believe it? He did something like that? That's all wrong. Triple combo. Die Dinge werden auch nicht weniger. Sollen sie da mal dumm laufen? Wow, you did it! This will save my little Goopa's life! Thank you so much. You're welcome. We had to help a family out. It was fun. Okay. Oh my god. As good as new. You really saved his life. I don't know how I could ever repay you. Oh, that's right. He could shit his goop all over you. So hab mir gedacht, ich geh jetzt doch Zuckerbarkisten holen. Nicht wundern. Kein Lutscher kriegt. Und da sieht man, dass da das irgendwie da runter geht. Easy. Dann ist das offen. Yeah. Postpartale Psychosteigerung. Ich habe da einen Namen gefunden. So you do have a taste for the cosmos. What do you see? Look close, my friend, and you may spot shining brightly the three distant dog stars of Terrene. We call them the dog stars because the founders of Port Terrene launched one dog into each star as a sort of, well, we don't really know why they did it,
We just know that they didn't. In fact, we all wish they didn't, but they did. And now it's the easiest way to spot the constellation that unites them all. Giant's Grundle. We didn't know what Grundle meant when we named it. Now it's too late. Everyone calls it Giant's Grundle, and they don't want to change it. It's too hard to remember a new name, but I suppose they're right. But look at all of its beauty. I can gaze upon it for eons. Muss ich irgendwas anfinden? Oder muss ich jetzt hier drucken? You there, have you not an innate curiosity for what lies in the deep beyond of space? Da ist eine Kiste irgendwo. Und uns. Nice. Let's leave a note in case the owner comes back. Ach, von da unten. Also man hätte Kisten gewisserweise mit zum Beispiel ihm jetzt da lösen können. Aber wir haben halt jetzt einen Jetpack. Die geht es halt mega easy jetzt. Ich glaube, da haben wir die ganzen nervigen Bauarbeiter gefühlt da runtergeschickt oder so. Ey, doch sogar so. Oh, no. Man kann mit ihm reden. Ey, gerade hat man auch mit ihm reden können. What? Okay, dann nicht. Er hat halt gemeint, das ist eh okay. Aus dem eh so viel Brüder. Well, I guess we're not gonna be friends. Bye bye. He's dead. Easy. Was soll der Plan gewesen, wie man da wirklich abbekommt? Ohne Jetpack? Oder wirklich auch nur mit Jetpack? Gefühlt nur mit Jetpack. Ab und zu spawnen dann noch so eine Warp-Basen. Die mache ich dann immer einfach. Und da oben ist die nächste Kiste. Tja, easy, ne? Also da oben und unten unter uns ist da auch eine Kiste. Mal schauen, ob wir sie anfinden. Und da ist noch eine Kiste irgendwo. Okay. Ich glaube eher, dass die oben uns sind. Aber mal schauen, wo da hinten ist. Ein Chat? Ich bin nicht. Oder ein Tor? Scharfschützen auch. Da einfach. Okay. Ah, da war immer noch eine Kiste. Irgendwo da. Aber anscheinend ohne uns, ja. Glaube ich. Sollte man da wirklich? Da sieht man sie. Die Dinge dann noch gehen. Oder links? Fuck you! Yo. Also, ist das wirklich der Weg, was man zumindest geht. Wir haben 10 von 16 Kisten. Hätte man einfach da entlang gehen können. Ey, oh moin. Okay, cool. Ich glaube, dass man die Slipline da. Drugs. auch noch nie gefahren sind. Yeah. To die by my hand. Okay. Ah, da ist eine Kiste. Yay. Jetzt haben wir irgendwo eine Bombe.
Gülli. This is ours, we get this. Oh, ja. Oh no. Foto abgeschmiert. Was können wir da machen? Da ist noch eine Kiste. Also ich glaube, dass wir ohne Jetpack safe nicht rüberkommen werden. Mit dem mit Jetpack, das ist schon schwierig. Holy shit. Aber geht los. Und da hier alle Orte. Spannend. Warp Crystal. Und jetzt wieder zurück. Das ist ja mal sass. Also wenn man da vom Spawn aus nach rechts hergeht, da findet man da auch noch was an. Aber wo ist da die Warp-Basis? Ist die da unten drin? Die gibt ja gar keinen Sinn. Da hinten irgendwo. Oder wie? Hey, what the fuck? Verstehe nicht ganz, wo die Warp-Basis ist, beziehungsweise wo du herschießt. What? Ich will erklären, dass ich von hinten soll doch rüber rennen. Ich probier's mal, okay? Okay, yeah, fuck that. Gleich kommt der Wurm. Er ist auch wieder rüberkommt. Und der Wurm kommt. Ja, aber wenn da hinten eine Warp-Basis ist. Holy crap. Kommt man dann da irgendwie rüber? Oh mein Gott, das war da ganz hinten. Also, ich bin jetzt auf den riesigen Dude von weiß nicht was Maschine darauf gesprungen. Man sieht auf jeden Fall, dass es der Wurm ist. Und dass das die Warp-Basis ist. Ich bin echt unsicher, ob das überhaupt was bringt, darüber zu rennen. Ich glaube nämlich eher nicht. Weil wir waren da vorher. Da hinten können wir auf jeden Fall hinschauen. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Und da könnte man was herborden, auf um zu schauen, das was bringt. Aber auf jeden Fall ist da irgendwo eine Kiste, ist mir egal. Lol. Wie viele Kisten haben wir jetzt schon? 14, da haben wir fast alle schon. Cool. Ich bin jetzt da ganz hinten. Wir haben ja gesehen, dass da ein Gefühl was war. Also, da muss man da besser sieht. Schau mal kurz an. Ne, ich glaube, das ist besser. Jetzt probiere ich mal aus, ob das was bringt. Fighting that? That's how we get dead. Ah, ich glaube. Nope. Einfach da ist er auch, ne? Alles klar. Und es fehlt noch eine einzige, wie soll man den anfinden jetzt? Vielleicht da hinten. Ah, das werden wir auf jeden Fall mal probieren, was herspawnen. Kann witzigerweise da hinten auch was herspawnen. Tja. Dann machen wir halt da mal die Straßenbahn. Machen wir die Toilette her, warum auch immer. Yeah. Das bringt halt jetzt auch nicht wirklich viel, glaube ich. Aber vielleicht ist ja da was. Ah, nicht da. Wie sollen wir die letzte Kiste anbinden? Ich bin gefahren, da habe ich irgendwas. Gut, dass wir jetzt willkommen. Also noch eine. Hä, hey, haben wir das nicht mehr als? Ach, das gibt es jetzt 27. Wir sind schon in einem anderen Bereich jetzt. Okay. Geschenke, verlier keinen Finger.
Dieses beliebte Spiel wurde sofort verboten. Es ist jetzt sehr viel Geld wert, weil es nur einen einzigen Tag lang verkauft wurde und 36 Millionen Kindern die Finger abgerissen hat. Es war eine schlechte Idee und hat das Unternehmen das wirklich hat in die Pleite getrieben. Na, schaut da irgendwie nicht so seriös aus. Okay, das heißt, wir haben da schon fast alle Kisten und da drüben fällt uns auch Kisten. Ich habe mir schon überlegt, ob da oben eine ist, aber ich bin jetzt gescheit aufgegangen. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.